Ein neuer Anzugplatz, das ist sehr, sehr schön. Den kaufen wir natürlich. So, und hier so aus der sicheren Entfernung raus kann man schauen, ob man hier vielleicht auch so das ein oder andere Pflänzchen erforschen kann. Aber da sieht das gerade recht mau aus. Ah, da. Ein bisschen näher ran. Na, ja, sehr gut. Ja, so klappt das alles. Wir wollen ja ein bisschen sammeln, denn wir brauchen ja auch noch ein bisschen Kohle, ne? Fürs Veröffentlichen, also fürs Hochladen. Und das ist dann natürlich sehr, sehr gut. Das klappt ja. Mal gucken, haben wir hier schon was für die... einen haben wir davon erwischt. Naja, gut. So, hier hinten sind noch Kisten. Da gucken wir natürlich auch noch rein. Energiekanister ist nie verkehrt. Kann man verkaufen. So, hier ist unser Schiff. Ach, die sind schon süß. Das muss man ja mal sagen. Oh, euch klein, euch hatte ich noch nicht. Dann werden wir hier mal wieder rein. Leider kein Hinweis auf das nächste Fragezeichen. Oh. Das war hier. Richtig? Richtig. Sehr schön. Den können wir auch dann nochmal machen. Hier haben wir den angefangenen Hyperantrieb. Ah, stimmt ja dafür. Dafür hatten wir hier ja gekauft. Nee, nicht Technologie installieren. War das denn mit rechts? Huch, mit rechts war das? Nee. Moment, ich hab's gleich. Einfach nur rüber, alles klar. So, Warpzelle. Dafür brauchen wir Tamium, haben wir. Und Antimaterie. So, für Antimaterie brauchen wir Elektrodampf. Den Rest haben wir. Hier haben wir Elektrodampf. Genau, dafür brauchten wir das nämlich. So, und dann die Antimaterie. Und dann die Warpzelle. Haha, haben wir das nämlich jetzt auch nochmal gemacht. Sehr, sehr gut. Haben wir kein Plutonium mehr? Da stand eben, wir sollen Plutonium sammeln. Ja, wir haben noch nicht viel, aber es, doch, eigentlich reicht das noch. So. Da ist das nächste Fragezeichen. Auch wenn hier giftiger Regen ist, ich würde gerne eine Basis finden. Das wäre sehr schön. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie inwiefern man die ja schnell finden kann. Ist jetzt irgendwie doof ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, das ist ein bisschen weit weg. So weit will ich nicht durch den giftigen Regen laufen. Jetzt müssen wir noch einmal starten. Um denn hier zu landen. Aber da hinten habe ich schon gesehen, da geht's Plutonium. Kein Problem, kriegen wir alles hin. So, es regnet wieder. Ich glaube, es hört ja auch gar nicht auf zu regnen. Aber das macht... Loot, Loot, Loot. Nehmen wir natürlich alles mit. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Loot. Und hier haben wir auch nochmal Loot. Ah, Plutonium, da kriegen wir es doch schon hinterhergeschmissen. So, was hatten wir hier? Okay. Das war die Geschichte. Gesundheit auf Maximum, natürlich. So. Achso. Zerstören. Ja. Wollen wir zerstören? Nö, eigentlich nicht.
Nö, das habe ich eigentlich nicht vor. So, einmal kurz gucken. Wir haben ja noch ein bisschen. Also Zeit, bevor uns hier irgendwas... Bevor uns der Regen hier was tut. Dann kann man hier natürlich auch nochmal die ein oder andere Pflanze erforschen. Okay, dich hatten wir anscheinend schon. Oder du willst jetzt gerade nicht. Das ist ein Wächter. Ist wahrscheinlich zu weit weg. Ja, du auch. Achso, das hatten wir schon. Gut. Dann fliegen wir noch ein Stückchen weiter. Vielleicht haben wir halt Glück. Es wäre so schön, wenn wir Glück haben. Ach, ich hätte so gerne Glück. Da ist noch ein Fragezeichen. Ich halte natürlich auch so ein bisschen die Augen offen, aber... Ich muss jetzt abschätzen, glaube ich. Nein, das geht so, glaube ich, ganz gut. Ja, sehr schön. Der sagt uns hier doch gleich was Tolles, oder? Kommen wir wieder hoch? Ja, wird schon gehen. So, komm, sag uns was Tolles. Na? Wie jetzt? Nix. Doch, da. Fortgeschrittene Lebensform. Ein Unterschlupf. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Unterschlupf das schon sein kann. Oder ob es halt so ist, wie man es kennt. Der Unterschlupf. Dass da halt einfach nur jemand ist. Emerald. Okay, looten können wir hier nix. Kommen wir hier direkt hoch. Ja, sehr schön. So, gehen wir doch mal hin zum Unterschlupf. Mal gucken, was wir da vorfinden. So, in die Richtung. Aus der Richtung kommen wir doch. Also, nicht ganz aus der Richtung, aber fast. Bisschen höher vielleicht. Ich möchte ungerne an so einem Felsen zerschellen. Das wäre doch sehr schade. Ich möchte unbedingt so eine Base finden. Also selbst wenn das hier denn jetzt nur eine kurze Session und eine kurze Fortsetzung bleibt, ich werde auf jeden Fall noch alleine weitermachen, denn... So, ich weiß jetzt... Nicht hier so und so. Nee, glaube ich nicht. Das wird so sein, wie es immer war. Jo. Hallo, Keule. Na? Mit dir können wir nicht reden. Schade. Okay. Aber wir können hier noch ein bisschen leer machen. Ey, wie unhöflich der ist. Der stellt hier Kisten hin, damit wir die looten. Und dann ist da noch nicht mal was drin. Voll frech. Brauchen wir hier was bei dir? Ich glaube nicht. Aber wir können das eine Gedöns verkaufen. Haben wir nämlich auch wieder einen Platz mehr. So, jetzt beim Verkaufen? Ja. Kann ich das hier weg? Oh, ein Dolch. Wann haben wir den denn aufgesammelt? Auch weg. Kann auch weg. Und ich glaube, das war's. Yep, das war's. So, vielen Dank. Oh. Sieht natürlich nicht schlecht aus, ne? Hat auch ein bisschen mehr Platz. Ich meine, selbst hier haben wir jetzt nicht alle Plätze besetzt, aber... Haben wir denn da alles? Bergbaustrahl, Blitzwerfer ist auch schon drin. Analysevisier müssten wir mit reinsetzen, aber das wäre ja, glaube ich, nicht das Problem.
Das könnte man denn ja gleich mal tun. Ach, wir machen das Maßanalysevisier, setzen wir da dann gleich mal rein. So. Oh, muss ich schon wieder voll machen. So. Eigentlich wollte ich jetzt aber hier hin. Hier kommt ein Analysevisier rein. Wo ist denn das da? Natürlich. Können wir hier denn sonst noch was Schönes machen? Was haben wir denn hier? Plasmawerfer? Ich würde jetzt so fast sagen, warum nicht? Prallgranaten. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Oh, Schnellfeuer ist natürlich super. Haben wir hier noch nicht drin? Nö, machen wir auch. Gut, das muss jetzt aber auch erstmal reichen. Kommen wir hier nicht? Doch, kommen wir. Hier sind wir ja auch reingekommen. So, laufen wir hier nochmal schnell rein. Mal gucken, ob das hier alles noch genauso aussieht, wie wir es kennen. Ja. Exakt so, wie wir es kennen. Ja, natürlich tut es das. Nachladebeschleuniger. Jop, jop, jop. So, wir sind doch jetzt aber hier gewesen. Warum blinkt das da? Ach so, weil wir erstmal... Okay, alles klar. Also mit dem giftigen Regen ist doch gar nicht so schlimm, wie ich zuerst dachte. Das passt schon. Da haben wir ihn auch erstmal wieder genug. Oh, wie geil! In lila! Allein deswegen will ich das schon haben. ...24 Plätze. Was hat denn... Oh, wir haben nicht genug. Oh Mann, schade. Ich meine, 600.000 Units kriegen wir jetzt auch so schnell nicht zusammen. Oh, wie doof. Oh, das hätte ich total gerne gehabt. Alleine, weil es mit lila ist. Aber okay. Wir haben hier jetzt unser kleines Raumschifflein. Also. Okay. So, wir gehen weiter auf die Suche. Wo fliegst du denn hin? Fliegst du irgendwo hin, wo es toll ist? Haben wir hier schon mal was verfolgt? Der fliegt aber komisch. Was ist denn das? Ein bisschen weiter runter, bitte. Hallo, weiter runter? Okay, wir können nicht weiter runter. Ich fliege jetzt einfach auch mal so in diese Richtung. Mal gucken, ob hier was Schönes ist. Da, ein Fragezeichen. Wow. Na, zu weit weg? Eigentlich ja. Aber okay. So, passt schon. Wir haben hier giftigen Regen, giftgrüne Farbe im Hintergrund. Das ist natürlich... sehr heimisch. Oder eher sehr heimelig. Das ist wohl eher das Wort, das ich gesucht habe. Ja, und was Neues. Mal gucken, wie viel wir denn gleich schon haben. Habe ich schon entdeckt. Klein, hier gibt es nichts zu entdecken. Okay. So, das Eisen will ich eigentlich nicht zerstören.
Hier gehe ich jetzt mal gar nicht erst rein. Da ist noch ein Fragezeichen. Wo ist mein Schiff hier unten? Nicht wehtun. So, da dieses Fragezeichen eine Enttäuschung war, habe ich in diese Richtung noch eins gesehen. Irgendwo. Da. Also es mangelt uns hier nicht an Fragezeichen. Es mangelt uns wirklich nur an einnehmbaren Basen. Und auch diese ist wieder keine. Das ist sehr schade. Hier müssten wir zerstören, zerstören. Ach Mensch. Das scheint sie sehr selten zu geben. Was ich persönlich schon wieder ein bisschen doof finde. Denn wenn man schon darauf angewiesen ist, dass man eine Basis zum Einnehmen finden muss, dann sollte man die auch finden können und nicht so, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, Fragezeichen. Aber auch das wird wieder keine sein. Davon gehe ich mal aus. Das sind wieder nur so zwei, ich sag jetzt mal Container. Jupp. Sieht sehr nach nur Container aus. Aber da hinten ist noch ein Fragezeichen. So, ich höre hier jetzt mal mit dem Sammeln auf. Bringt uns jetzt gerade ja sowieso nichts, außer... Die habe ich schon, aber die kleine habe ich noch nicht. Los, analysiere! Sehr, sehr gut. So, zum nächsten Fragezeichen.